und herzlich willkommen zu Let's Play Mega Man X in der Reihe Let's Play Super Nintendo. Ja, ich musste gerade nochmal alles neu spielen, weil irgendwie hatte ja den Save State nicht laden wollen. Ich war wieder, ohne dass der Hawk irgendwie angekratzt war, wieder da. Auf jeden Fall habe ich der Vollständigkeit, Moment, alles fertig gemacht. Ja, ich habe nämlich nochmal eben angefangen, den Hawk zu, ja, ich habe noch den Herzcontainer in diesem, dann eben nochmal eingesammelt. Jetzt wollten wir gegen den hier kämpfen, weil nämlich, wenn wir uns von hier aus das extra holen, ja, so können wir alle Waffen aufladen. Selbst unsere Spezialwaffen. Und wir wollten ja erst hier reingehen, sobald wir den Boomerang haben, um auch alles einsammeln zu können. Also, töten wir den. Boomer Kuwanga. Auf geht's. Die Mucke ist hammergeil. Sein lieb, ich da können wir nur eine Sache machen, mit meinem bisschen Schaden nehmen und... Ja, Leben. So, Entschuldigung für den Cut, mein Bruder ist mal wieder reingestürmt und ja, ich habe jetzt halt einen Minimum Soundcut gemacht für ganz kurz, für 3 Sekunden, bevor ich gecuttet habe, dass mein Bruder halt schon wieder reinkam. Und ich das halt nicht haben kann, wenn der da andauernd hier reinrennt. Und ich euch jetzt nicht antun möchte, dass ihr ihn dann hören müsst. Weiter. Nein. Scheiße, mich grad dran, Michi. Scheiße, komm hier hin. Das kommt da runter, das ist ja weg, ey. Gleich tot.
eintreffen, ich mal kann ein bisschen down. Nein! Dreck. Egal, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Oh Mann, das werde ich jetzt wieder verkacken. War gleich klein. Da muss ich driften. Beziehungsweise. Muss ich mir noch vorzeigen. Gucken. Boah, es regt mich gerade so auf. Boah, ich glaube, ich gehe nicht in die Klapse, wenn das so weiter geht. Endlich. Alter. Jetzt muss ich gegen diesen Cute-Man antreten. Beziehungsweise gegen diesen Makavonga, oder wie der heißt. Wir haben es vielleicht schon geschafft. So, einfach diese Stage hier. Und jetzt den da. Jo, da kommen wir auch erst wieder mit dem Boomerang dran, den wir auch nicht bekommen werden. Scheiße, habe ich gespoilert, dass wir bekommen werden. Scheiße! Entschuldigung. Das hab ich ja extra getan. Ja, und jetzt nämlich hier ein Safe Set, denn nämlich ich möchte nicht, dass ich denn ich möchte nämlich nicht jetzt hier sterben und meine ganze Energie von meinem Storm verbrochen. Weil das ist nämlich sehr effektiv gegen ihn, damit werden wir ihn jetzt töten. Passt auf. Thank you.
Also er scheint doch relativ viel schwieriger zu sein, als ich dachte. Müssen wir einfach nur das Gleiche machen wie er. Nein, da hat er uns richtig einen mitgegeben. Richtig genudelt hat er uns da. Ihr hört mich gerade richtig stark atmen, weil ich gerade mega überfordert bin. Wow. Wow. Oh Gott, wie er sich am Teleportieren ist. Scheiße. Ist das eigentlich relativ. Alter, ich muss mir das gleich mal anhören, wie ich geatmet habe, Alter. Wie viele Life habe ich noch? Ich habe noch ein paar mehr, oder? Ach, zwei Stück. Den haben wir gut runter mit dem Wirbelstürmer, weil wir dürfen eigentlich auch nicht. Wir müssen das vielleicht genauso machen, wie wir es gerade mit dem Megabuster gemacht haben. Dann traue ich mir nämlich auch. Dann traue ich mir nämlich auch, andere Waffen gegen ihn zu verwenden. Alter. Man muss hier mega aufpassen. Man muss erstmal aufpassen. Wie schnell der eigentlich ist. Wie viel Schaden der einmal reinbringt. Und wie er sich immer genau dahin teleportiert, wo ich hingehe. Das ist so gay. Na, letztes Live. Von 4. Dann würden uns vielleicht auch erst die Extras. Damit wir ihn, wenn wir ihn plätten, könnte ich mir nicht das und ich möchte mal den Spark ausprobieren an ihm. Komm, spiel gut. Dann sei kein Noob diesmal. Diesmal nicht. Diesmal machen wir den normal platt. Komm. Nein, da rammt der uns. Oder er hat schon Hälfte Leben weg gehabt. Nur durch Megabuster, ey. Hätte ich mich vielleicht nochmal geheilt. Naja, wir nutzen jetzt auf jeden Fall erstmal das Extra. Und dann scheinen wir hier irgendwie halt auch mega stark. Dann haben wir es zwar einfacher, aber so kommen wir auch schneller durch. Das stimmt. Auf geht's.
so weitergeht. Ich werde diesen Part beenden, sobald wir halt unser nächstes Update bekommen haben. Und danach werden wir uns um die Exe kümmern. Das ist ja dann das Ding, um das Ding von Leon. Weil wir haben es dann hier noch viel einfacher. Okay. Das war, glaube ich, hier. Das müsste sogar hier gewesen sein. Ich weiß gerade, bei welcher Stage. Also bei welchem Teil von mir. Man sieht hier fast gar nichts. Die Bestie gibt es auch nicht mehr, die hier unten ist. Die dürfte auch weg sein. Es gibt aber keine Energie mehr und das ist schlecht für sie. Denn ohne Energie ist sie machtlos gegen unsere Attacken. Außer dass sie immer noch mehr Schaden, immer noch so viel Schaden durch Hammerattacken macht. Es gibt keine Energie mehr. So, ich bin schnell. Das war gar nicht hier, das war mein Flammenmammut. Exit. Und so, nimmt das extra Snigan. Das ist ja nämlich hier. Ja. Da oben, da gibt's das Secret. So, da ist, da müssen wir halt ganz ans, ganz am Rand. Und wir haben das Secret. Ja. So schnell kann's gehen. Diese Kapsel enthält ein Teil. Welche die Fähigkeiten deines X-Busters erhöhen. Du kannst es benutzen, um alle Typen von Waffen zu feuern. So. Ja, ich werde gleich mal kurz demonstrieren, was wir jetzt machen können. Das geht jetzt mit allen, das heißt, wir können jetzt auch. Zum Beispiel. Oder Storm Team. Oder E-Spark. Ja. Und somit haben wir hier unsere Fähigkeit. Sind wir auch fertig. Und können Escape. Ja. Also ich habe gerade gedacht, dass wir mega überpowered, wenn wir uns jetzt das holen. Aber es ist nicht. Und im nächsten Part werden wir uns dieser Exe hier widmen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet uns das nächste Mal wieder ein. Bis demnächst. Ciao.